You know, in Romans 5 and 16, it's like the Bible said, the power, gospel is the power of God to the salvation. In Römer 15 sagt die Bibel, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. And you know what is the powers of the gospel? Und wisst ihr, was die Kraft des Evangeliums bedeutet? The grace of God. Die Gnade Gottes. Hello. What happened here? Everything okay? Do you not know that that we are actually we are the very happy persons on this planet Earth? Und wisst ihr nicht, dass wir wirklich die freudigen Menschen sind auf dieser Erde? Because you and I have a gospel. Weil du und ich, wir haben das Evangelium. You and I don't have to live under the legalistic things about religion. Und du und ich, wir haben nicht zu leben unter dem legalistischen gesetzlichen Religiosität. Because the religion said you have to do this and do that and so on, you know. Weil Religion sagt, du musst dies und jenes tun. But the gospel being preached so that you and I can have a free life. Aber das Gospel, das Evangelium wird gepredigt, damit du und ich ein freies Leben haben. It's not free to sin. Keine Freiheit zur Sünde. But we are free so that we have a right standing in front of our God. Aber wir sind frei, dass wir einen gerechten Stand haben vor Gott. And that is not because you do something. Und das ist nicht, weil du irgendetwas getan hast. But because it's a gift of God. Weil es ein Geschenk Gottes ist. It's a grace. Es ist die Gnade. It's a gift. Es ist gegeben. That's why just receive it, people. Darum nehmt es einfach an. Now, what I want to share to you today is about also about the Holy Communion. Und was ich heute noch sagen möchte, euch mitteilen möchte, ist auch über das Heilige Abendmahl. It's a part two now. Und zwar ist das jetzt Part 2. Lots of people come to me when sick and so on, and they said, Pastor, please pray for me. It's not wrong. Und viele kommen zu mir und sagen, sie sind krank und sagen, Pastor, bete für mich. Und das ist auch nicht falsch. Aber you know something that 2000 years ago. Aber wisst ihr, 2000 Jahre vor 2000 Jahren. And healthiness and healthy body is actually already yours. Ist Gesundheit und ein gesunder Körper bereits euers? Through sin, the disease happen. Through sin, we can have disease in our body. Yes. Durch die Sünde sind Krankheiten hineingekommen oder können Krankheiten in den Körper hineinkommen? That happens because of sin. Und das ist passiert durch Sünde. Do you believe that people can still wake up from the dead because when the believers say that it can happen? Glaubt ihr, dass Menschen, die tot sind, auferstehen können, wenn die Gläubigen sagen, es kann passieren? That happens, people. Und es passiert wirklich. Because God put the powers, his powers in you. Weil Gott seine Kraft in euch gelegt hat. And we have it in our life. Und wir haben es in unserem Leben. It's a gift of God because we believe on what Jesus did on the cross 2000 years ago. Und es ist die Gnade Gottes und das Geschenk Gottes, weil wir glauben, was Jesus am Kreuz getan hat vor 2000 Jahren. That's why what I want to share today is you hear about all the things happen in China, in Germany and what happens about this coronavirus and so on, you know. It's like a plague. Und was ihr im Moment hört in China oder in Deutschland über diesen Coronavirus, das ist so wie eine Plage. Okay, but the Bible said there is nothing new under the sun. Aber die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. It always happens like that. Das ist schon immer passiert, so wie dieses. In Europe there is a plague, a pest plague, and then lots of people were dead, and so on in the whole world. Und es gab früher auch eine Plage der Pest und da sind viele Menschen gestorben. But to us who believe in Jesus Christ. Aber zu uns, die wir an Jesus Christus glauben. Do you know that plague cannot come into your life?
Wisst ihr, dass die Plage nicht in euer Leben kommen kann? Not even a coronavirus can make happen things or make you make sickness in your life. Und nicht mal ein Coronavirus kann in euch Krankheit bewirken. Whatever a virus get, oder was immer für ein Virus versucht euch zu attackieren. When we believe in Jesus. Darum, wenn wir, weil wir an Jesus when we glauben. Believe on what he did on the cross 2000 years ago. Weil wir glauben, was er vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat. Und wenn wir daran glauben, was er bereits für uns vorbereitet hat, das heilige Abendmahl. Sickness and everything is not part of your life. Krankheit und all das ist nicht Gegenstand in eurem Leben. Es gehört nicht zu eurem Leben. I mean, when you believe on Jesus Christ. Wenn du an Jesus Christus glaubst and what he did on the cross, the perfect work of it. Und wenn du daran glaubst, was er am Kreuz getan hat, das perfekte Werk. Do you know, do you believe that the effect of sin cannot affect it, that there is no influence of sin happen in your life? Und da ist durch dieses Werk ist kein Einfluss der Sünde mehr in deinem Leben möglich. Amen, Church. Only by belief. Nur durch den Glauben. Amen. The WHO, also WHO, they try everything, and this one, the medical has limit. They cannot even treat what happened in Wuhan. Und die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, ist einfach limitiert, auch mit dem, was sie an Medikamenten zur Verfügung stellen kann. Und sie kann das in Wuhan nicht bewerkstelligen. They don't have nothing. Sie haben gar nichts. They don't have a cure for that. Sie haben da keine Lösung dafür. None. Nichts. That's why what I want to say to you is was ich euch sagen möchte, don't believe 100% on your doctors. Glaubt nicht 100% euren Ärzten. Vertraut da nicht 100% drauf. Nicht 100%. I'm also a doctor, you know. Ich bin auch selber ein Arzt. But you have to believe me because I preach the gospel. Du kannst mir aber glauben, weil ich das Evangelium predige. Ich bin anders. Es ist nun anders. Now you know that 7 people already infected with this coronavirus and so on, you know. Und 7 Leute sind bereits infiziert mit diesem Coronavirus. The plague and what happens and when you ask why it happens because the world don't believe in Jesus Christ. Und wenn du fragst, warum passiert das, weil die Welt nicht an Jesus Christus glaubt. He is the only way. Er ist der einzige Weg. And the world believe in what Jesus did on the cross. Wenn die Welt glaubt, was Jesus am Kreuz getan hat, these things cannot happen. Dann kann das nicht passieren. Because he already defeated everything on the cross 2000 years ago. Weil er bereits alles bereits besiegt hat vor 2000 Jahren am Kreuz. For us, für uns. Are we have to be worried? Müssen wir uns Gedanken machen und Sorgen machen? No. Nein. You don't have to. Nein, haben wir nicht. Why? That's warum? The questions, of course. Let's das ist die Frage. Exodus 12, verse 1 until 11. Exodus. Lasst uns 1. Mose. No, 2 books, Mose 2. 2. Mose. Genau. Okay. Exodus 12. Okay, I will read. Vers 1. And you will see how wonderful what Jesus prepared for us. Und du wirst sehen, wie wunderbar ist das, was Jesus für uns vorbereitet hat. Exodus 12, verse 1 until 11. 2. Mose 12, verse 1 until 11. 11. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, this month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father. A lamb for a household. First this. Okay? And then, okay, I read it, okay? And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it according to the number of the persons, according to each man's need. You shall make your count for the lamb. This is awesome, people. When you read this, this is
wow, okay? I will say to you why it's wow. 5, your lamb shall be without blemish. This is the pictures of Jesus Christ. These are pictures of Jesus Christ. Das ist das Bild von Jesus Christus. Das Lamm darf keinen Fehler haben. In the Old Testament, im Alten Testament, is shadow from the New Testament. Das ist ein Schatten vom Neuen Testament. That's why Jesus is like behind the shadow in the Old Testament. Und darum ist es so, dass Jesus wie ein Schatten ist hinter dem Alten Testament. But when you read the Old Testament, aber wenn du das Alte Testament liest, it's actually about Jesus Christ. Es ist genau über Jesus Christus. But he like a shadow. Aber es ist wie ein Schatten. Look at this. Your lamb shall be without blemish. A male of the first year. You may take it from the sheep or from the goats. So that's now you shall keep it until the 14th day on the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. You know, Jesus died. Wisst ihr, Jesus starb on the cross am Kreuz at twilight. Amen, Church. Amen. Dieses Lamm aber soll makellos sein. Okay. And they shall take some of the blood and put it on the two door posts and on the lintel of the houses where they eat it. Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread and with the bitter herbs. They shall eat it. Do not eat raw, nor boil at all with water, but roasted in fire, its head with its legs and its entrails. You shall not let none of it remain until morning, and what remains it until morning you shall burn with fire. And thus you shall eat with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. You shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts, and against and all the gods of Egypt. I will execute judgment. I am the Lord. 13. Now the blood shall be sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. And all we say, Amen. In German. Und der Herr redet zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats, und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten sein, Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passah des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr.
Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Amen. So, you know, look, okay, go to 12 verse 1. Now, geht nochmal zu 12 Vers 1. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, this month shall be your beginning of months. It shall to be first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man, look at this, every man shall take for himself, jeder Mann soll für sich selber nehmen, according to the house of his father, a lamb, je nach der Größe seines Hauses, eines Vaters, ein Lamm, for a household, für einen Haushalt. Do you know there is a there is a wonderful things here in this verse? Wisst ihr, da ist ein wunderbares in diesem Vers. In your household, in deinem Haushalt, when you have a family, wenn du eine Familie hast, when you have a children, wenn du Kinder hast, your children, children, Kinder, Kindeskinder, your children, 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 Kinder, Kindeskinder und nochmal Kinder. You need Jesus. Du brauchst Jesus. In the midst. In der Mitte. Without Jesus in the midst, ohne Jesus in der Mitte, you cannot control nothing. Kannst du gar nichts kontrollieren. That's why the instructions of God is very clear. Darum die Instruktion von Gott ist sehr klar. You need a lamb. Du brauchst ein Lamm. Every man. Jeder Mann shall take for himself a lamb according to the house of his father. Jeder Mann soll gemäß der Anzahl seines Hauses ein Lamm nehmen. So today what I want to say to you, families, und heute, was ich zu euch sagen möchte, Familien, not only families, in your household, in deinem Haushalt, so that the grace of God, the majesty and all things happen in your household, so dass die Gnade Gottes und alles in deinem Haushalt passiert. But not only that. Aber nicht nur da. Look at this. According to the house of his father. Gemäß dem Haus seines Vaters. House of his father. It means Haus seines Vaters. To put it from the grandpa until the grandson and grandson. So all this. So du hast es von dem Großvater zu den Enkeln und Urenkeln von daher zu rechnen. You need a lamb. Du brauchst ein Lamm. In the midst. In der Mitte. I just want to say to you these things. Und ich möchte dir nur diese eine Sache sagen. You have to start it to put the lamb. Du hast anzufangen, zu beginnen, das Lamm in the household, in deinen Haushalt teach zu your holen. Children, your children, 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 children about Jesus. Lehre deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Urenkel über Jesus. Put him in the midst. Nimm ihn in die Mitte. When Jesus in the midst. Und wenn Jesus in der Mitte ist. Grace and truth happens in your life. Gnade und Wahrheit passieren in deinem Leben. Grace and truth will happen in your whole household. Und Gnade und Wahrheit werden passieren in deinem gesamten, in deiner gesamten Familie and und Haushalt. Children, your children, 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 they will grow in grace of God. Und deine Kinder und Enkel und Urenkel werden in der Gnade Gottes wachsen. Not with religious, legalistic things. Und nicht mit religiösen, gesetzlichen Vorstellungen. Amen, Church. Amen. Put the lamb in the midst. Nehmt das Lamm in die Mitte. And look at in the first four, it's very awesome. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take according to the number of the person. And this is very important, what the Bible said. According to each man's need, you shall make your count for the lamb. In German, you go to German, look at this. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Actually, there is no essen vermag, okay? But what the Bible said is very clear. You shall make your count according to each man's need.
Und die Bibel sagt, du sollst deine Anzahl machen, also okay. Je nachdem, nach den Bedürfnissen. According to each man's need. Nach den Bedürfnissen jedes Menschen. Make your count for the lamb. Danach sollst du das berechnen für das Lamm. Very simple, church. Sehr einfach, Gemeinde. The more you see the lamb bigger. Je mehr du das Lamm größer siehst, the more bigger things, the more bigger miracles and what you need will complete in your house. Und je mehr werden die Wunder und die Dinge in deinem Haus sich erweisen. Do you see Jesus is bigger than your problem? Siehst du, dass Jesus größer ist als dein Problem? Do you see Jesus is bigger than your disease? Siehst du, dass Jesus größer ist als deine Krankheit? How bigger you see him? Wie viel größer siehst du ihn? And it will so like this bigger affected your life. Und so wie du ihn siehst, so viel größer, so wird er dein Leben, dann wird es dein Leben auch the more you see him so majesty, the more you see him is a victory, the more you see him is a king of your life, you will affected your life according to what you see him in life. Und je mehr du sein Sieg siehst, seine Majestät, desto mehr wird das auch deinen Sieg den Effekt haben auf deinen Sieg in deinem Leben. So the more bigger your problem, so je größer dein Problem ist, you just say it in your for your life, you just conscious. Dann sei dir einfach bewusst für dein Leben. And you said, und du sagst, he is bigger than this. Und du sagst, er ist größer als das. And he already win it. Und er hat bereits gewonnen. And that's why I will win it also. Und darum werde ich auch gewinnen. That's what these things mean. Und das ist das, was dieser Vers meint. That's why you can rest. Und darum kannst du dich entspannen. Amen, Church. Amen. Because everything has to be bowed down. Everything that has name has to be bowed down in the name of Jesus. Denn alles, was einen Namen hat, hat sich zu beugen, hat sich niederzuknien vor Jesus. Coronavirus has a name, right? Und Coronavirus hat einen Namen. It has to be bowed down in the name of Jesus. Es hat sich zu beugen im Namen Jesus. So einfach ist das. Everything that has name on earth is to be bowed down in the name of Jesus Christ. Alles, was einen Namen hat auf der Erde, muss sich niederbeugen im Namen Jesu Christi. That's why, according to what you need. Deswegen, nach dem, was dein Bedürfnis ist, deine you shall make your count for the Lamb. So machst du dein Account an das Lamm. Amen. The more you see him is bigger than anything. Und je mehr du ihn siehst, er ist größer als alles. You put him in the center of your life. Und je mehr du ihn in das Zentrum deines the Lebens more you rückst, believe that it is all finished. Und je mehr du glaubst, dass alles schon bereits vollbracht ist. The more you can rest. Und desto mehr kannst du dich entspannen. And you will experience your victory. Und du wirst deinen Sieg erfahren. Amen, Church. Amen. Count him big in your life. Und rechne ihn groß in deinem Leben. Now, Vers 5. Und I will open one by one for you. Ich werde eins nach dem anderen your eröffnen. Lamb shall be without blemish, a male of the first year. You may take the form of sheep or from the goats. This is represented of our Lord Jesus Christ. John 1, verse 29. Go to John 1, verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world." In German? Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, "Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt." So what I want to say to you is that the Lamb, we already know, he is Jesus Christ. He is symbolized of Jesus. Und was ihr bereits wisst und was ich sagen will, ist, dass das Lamm Jesus symbolisiert. He is without blemish. Und er ist ohne irgendwelche
ohne einen Fehler. And now what happens is und nun, was passiert als nächstes? After they keep it and they keep it and they said like this, then they sell it the flesh on that night, roasted in fire. Go to verse 5. Und sie sollen das Fleisch in der Nacht essen, geröstet im Feuer. Okay. Roasted in fire. Geröstet im Feuer. You know what it means, church? Wisst ihr, was das bedeutet? You know, this happens when Jesus was born. Das passierte, als Jesus geboren war. Christmas Day. Celebrate Christmas. Wie wir Weihnachten zelebrieren, feiern. You know that the shepherd was in the field. Da waren die Hirten im Feld. Darkness. Und es war Dunkelheit. As Jesus was born, als Jesus geboren wurde, immediately there is a light from heaven. The angels coming. Plötzlich war da ein Licht am Himmel. Die Engel waren dort. Darkness Dunkelheit become light. Wurde Licht. But you know what happens? Aber wisst ihr, was passiert ist? As Jesus was on the cross, als Jesus am Kreuz war. That is a high noon. High noon. Das ist ein hoher Mittag. Ach so, es war Mittag. Es war genau am Mittag. 12 o'clock. 12 Uhr. 12 o'clock. 12 Uhr. At noon. Mittags. You know what happens? Wisst ihr, was passiert ist? And come darkness. Es wurde Dunkelheit. Jesus never walked in the darkness. Jesus ist niemals in der Dunkelheit gewandelt. He is himself a light of the world. Und er selber ist das Licht der Welt. But as the light of the world hung on the cross. Aber als das Licht der Welt am Kreuz gehangen hat. Darkness came. Da kam die Dunkelheit. And he experienced on the cross darkness. Und er hat am Kreuz Dunkelheit erfahren. Roasted by the anger of the Father. Und er ist geröstet worden durch den Zorn des Vaters. He, like, put on the fire. So wie unter Feuer, auf das Feuer gelegt. Actually, you and I has to experience this darkness. Eigentlich hätten du und ich diese Dunkelheit erleben müssen. You and I should be roasted. Du und ich, wir hätten eigentlich geröstet werden müssen. On the fire. Im Feuer. But he said no. Aber er hat Nein gesagt. Father said, I love my son. I love. Der Vater hat gesagt, ich liebe meinen Sohn. I love the human being. Und ich liebe die Menschen. That's why I roasted my son. I will roast my son. Und darum hat er seinen Sohn im Feuer geröstet. On the cross. Am Kreuz. And darkness came. Und die Dunkelheit kam. You know why? Wisst ihr warum? So today. Heute. You don't have to experience darkness anymore in your life. Damit du keine Dunkelheit mehr erleben musst in deinem Leben. And when you in the darkness. Und wenn du in der Dunkelheit bist. When you say my life is like in the darkness, Father. Und wenn du sagst, mein Leben ist wie in der Dunkelheit, Vater. Because bad things happen. It's like darkness. Weil irgendwie schlimme Sachen und schlechte Sachen passieren. Jesus had already experienced darkness. Jesus hat bereits Dunkelheit erlebt. He knew it. Er weiß es. But he's not just knew it. Aber er weiß es nicht nur. He already win over the darkness. Er hat bereits gewonnen über die Dunkelheit. So even you think you are in the darkness now. Auch wenn du denkst, du bist in der Dunkelheit nun. The light of God is always with you. Das Licht Gottes ist immer mit dir. Because you believe on Jesus Christ and weil what he did on the cross. Weil du an Jesus Christus glaubst und was er am Kreuz getan hat. Darkness is not for you. Dunkelheit ist nicht für dich. Darkness is not for you. Dunkelheit ist nicht für dich. He died on the cross. Er starb am Kreuz. To bring light to your life. Um Licht in dein Leben zu bringen. Our Savior died on the cross. Unser Retter starb am Kreuz. To bring light in your life. Um Licht in dein Leben zu bringen. He roasted in the fire. Why I said er that? Er ist im Feuer geröstet. Warum habe ich das gesagt? Because you know the purpose of the burnt offering. Wisst ihr, die warum das
das Ziel von dem Burn Offering, von dem durch Feuer dargebrachten Opfer, yeah, verbrannten Opfer. You know what is the purpose? Wisst ihr, was das Ziel ist, die to Bestimmung? Make atonement for the sin. Die Bestimmung ist, für die Sünde eine Sühne zu bringen. The persons that bring the burn offering, so die Person, die das Feueropfer bringt, gain acceptance from God, bekommt als Gegensatz Akzeptanz von Gott. So that's why, darum, so that we will accepted by God, darum, damit wir akzeptiert werden können von Gott, Jesus became our burn offering, ist Jesus unser Feueropfer geworden. Amen, Church. Look at this, look at this. Hebrew 10, verse 8 until 10. 10. Okay, first he said, sacrifice and offerings, burnt offerings and sin offerings, you did not desire it. God did not desire it. Nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. In German, go to German first. No, go to German first, so that they know. Und oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. So what I want to say to you, even you do it according to law. Und auch wenn du es tust, dieses Brandopfer, gemäß dem Gesetz. When people think, when I do law this and that and that and that, for God is not what he wants. Und selbst wenn die Menschen nach dem Gesetz leben, Gott möchte das und das und das, das ist nicht das, was Gott möchte. Go to English. Go to English. 10. First he said, sacrifice offerings, burnt offerings and sin offerings. He not desired, even is dead by the law. God said, I'm not well pleased with this. I don't want it. Und Gott sagt, diese ganzen Opfer und Brandopfer und Sündopfer, auch wenn es im Gesetz steht, ich habe daran kein Wohlgefallen. That's why when we are under the law, legalistic mind, God said, it's not for you. I don't want you to do it. Und darum, wenn wir das Ganze sehen von der gesetzlichen Seite, das ist nicht für euch. Ich möchte nicht, dass ihr das tut. What makes me sad is also there is a lot of preacher from the pulpit that still say, you have to do this, you have to offering this, you have to give tithe, you have to do this and that, because when do not do it, God will be angry with you. It's lie. Und das macht mich auch so betrübt, wenn ich höre, dass sogar von den Kanzeln also gepredigt wird, du musst dies und das tun und du musst das erfüllen und wenn du das nicht tust, dann ist Gott nicht zufrieden mit dir. Und das ist eine Lüge. Das Einzige, was du zu tun hast, ist das Geschenk zu akzeptieren. The grace to accept it. Die Gnade ist zu akzeptieren. And look at this, God is not pleased about this. Und schaut euch das an hier in Hebräer. Gott ist damit nicht zufrieden. Go to Hebrew 10, verse 9. Geht zu Hebräer 10, Vers 9. Ich möchte euch das nochmal vor Augen führen. Why I preach grace to all of us. Warum ich Gnade zu euch allen predige. Then he said, Jesus und er sagt, Jesus sagt, here I am. Hier bin ich. And when the Pharisee asked, who are you? And he und wenn der Pharisäer gefragt hat, wer bist du? Ich bin. Jesus, said, I am. Jesus hat gesagt, I am, ich bin. And Jesus said, Father, here Jesus I am. Sagte, Vater, hier bin ich. Do what your will. Um deinen Willen zu tun. And look at this. Und schaut darauf. He set aside the first. Und er hat als erstes zur Seite. To establish the second. You have to very know about this church. Du musst eigentlich über diese Gemeinde Bescheid wissen. What Jesus did. Was Jesus tat, through the cross, am Kreuz, he sets aside the demanding of the law. Er hat den Anspruch des Gesetzes zur Seite gelegt. Because the law is not for you and for me. Weil das Gesetz nicht für dich ist und für mich. We think we can do law. Wir denken, wir können das Gesetz erfüllen. I always said to you, ich sage euch immer, when you want to do the law, wenn ihr das Gesetz erfüllen möchtet, don't ever think you're not coming on Sunday to the church. Dann denkt nicht, dass ihr am Sonntag in die Gemeinde kommt. Because as soon as you make it,
Weil sobald du hierher kommst, as soon as you plan not to come to church, oder sobald du es planst, nicht zu kommen, on Sunday, am Sonntag, only planning, okay? Nur wenn du schon not planst, nicht in die Gemeinde zu kommen, you already sin, dann sündigst du gemäß des Gesetzes bereits. Because you not love your God with whole heart. Weil du dann Gott nicht mit deinem ganzen Herzen liebst. And Jesus said, it's not, no. Und Jesus sagt, nein, darum geht es nicht. You cannot do it. Das könnt ihr nicht tun. You cannot do it. Du kannst es nicht tun. And that's why Jesus said, I will. Und darum sagt er, I will establish the second. Und ich werde das zweite es etablieren. What is the second? Was ist das zweite? The grace. Die Gnade. Unmerited favor. Unverdiente Gunst. He established. Er hat sie etabliert. The second. Das zweite. That's why Jesus came. John 1 verse 17 said. Darum kam Jesus. John 1 verse 17 said. Johannes 1 verse 17. Er kam. He is the truth. Er ist die Wahrheit. He is the grace. Er ist die Gnade. Grace is not teaching. Gnade ist nicht Lehre. Grace is a person. Gnade ist eine Person. And his name is Jesus Christ. Und sein Name ist Jesus Christus. Amen, church. Amen. And look at Hebrews 10:10. In Hebrews 10:10. It said, and by that will, by Jesus' will, we have been made holy. Wow! Why are we made holy? Through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Until Jesus came on the second time, we still holy. In German. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. Amen, Church. Amen. This is the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. So as you believe in Jesus, so wie du an you Jesus believe glaubst, on what the perfect work on Jesus Christ on the cross. Wenn du an das perfekte Werk von Jesus Christus am Kreuz glaubst, again, dann bist du wiedergeboren. Because you believe weil him, du es glaubst. You are holy. Du bist heilig. Forever. Für immer. It's not depend on what you do. Und es geht, ist nicht davon abhängig, was du tust. Pastor, before I came to the church, Pastor, bevor ich in die Gemeinde gekommen bin, I have bad thought, you know? Da habe ich schlechte Gedanken gehabt. Und? Ja? Na und? You're still holy. Und du bist immer noch heilig. Once for ein für alle Mal. Amen, Church. Amen, Gemeinde. Say to your neighbors, because of Jesus' offering, I am holy once and for all. Bin ich heilig ein und für allemal und für immer. This is the grace. Das ist die Gnade. That's why he established, he put aside the law. Darum hat er das Gesetz zur Seite gelegt. And now there is a new law. Und da gibt es jetzt neue Gesetze. And it's called grace. Und das ist das Gesetz der Gnade. And this is the gospel, church. Und das ist das Evangelium, Gemeinde. You know why people are so blocked when they come to Jesus, when they come to God, they cannot pray and they say, because they just don't know, as they believe they will be holy forever. Und Menschen sind manchmal so blockiert, wenn sie zu Gott kommen und beten, weil sie einfach nicht erkennen oder glauben, dass sie heilig sind für immer. You are holy forever because du bist the offering heilig of Jesus für immer durch das Opfer von Jesus Christus. Not because do the law things. Nicht wegen der Gesetzesdinge. Amen, Church. Amen. Our part is just to believe. Unser Teil ist einfach zu glauben. Ephesians 5 verse 2. Look at this. Ephesians 5 verse 2. And walk in the way of love, just as Christ loved us. And gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. In German. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. What I want to say to you, it's und was ich zu euch sagen möchte, this is the gospel, okay? Das ist das Evangelium. When God smells you today. Und wenn Gott dich heute riecht. When God smells you.
Und wenn Gott dich riecht, because you have Jesus in your life, weil du Jesus in deinem Leben hast, the spirit of him is now in your life. Sein Geist ist nun in deinem Leben. When Jesus smells you today, wenn Jesus dich heute riecht, you are so fragrant. Dann bist du ein Wohlgeruch. It's so sweet fragrance. So ein wunderbarer Wohlgeruch. And because of this fragrance in you, und wegen diesem Wohlgeruch in dir, he is really, 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 really accepted it. Und er ist sehr, sehr dadurch. You don't have to make perfume in your body. Angetan. Du musst kein Parfüm auf deinen Körper machen. I mean that you said, okay, so God, I'm not so smelly for you, God. So nach dem Motto, dann rieche ich für dich besser, Gott. No. Either you not take a shower for 10 months. Oder auch wenn du keine Dusche genommen hast für 10 Monaten. Okay, even your wife or your husband cannot smell you anymore. Und selbst deine Frau oder dein Ehemann kann dich dann nicht mehr riechen. But when you have Jesus in your life, aber wenn du Jesus in deinem Leben hast, for God, für Gott, you have so very good fragrance. Bist du ein immer noch wunderbarer Wohlgeruch. And he is well pleased with that. Und er ist mit dir total zufrieden. Amen, Church. Amen. That's what it means. Das bedeutet das. Your smell in heaven, you know, that's why the angel is very, you know, they are rejoiced when they are with you. Why? Because you not smell bad. You smell very, very awesome. Darum die Engel sind auch zufrieden im Himmel, weil du wirklich gut riechst. What I want to say in one word is like this. Aber was ich nur sagen möchte mit einem Wort. You know what what kind of smell that you have? Wisst ihr, was für einen Geruch ihr habt? You smell like heaven. Du hast den Himmelsgeruch an dir. Give God praise. Come on, Church. Gib Gott die Ehre. When you smell like heaven. Und wenn du riechst wie der Himmel. There is nothing of this world can touch you. Da kann nichts aus dieser Welt dich berühren. Even the devil, because oh heaven smell, I cannot. Auch der Teufel, er sagt, oh nee, es riecht nach Himmel, ich kann nicht. Amen, Church. Amen. Give praise to the gospel of Jesus Christ. Come on. And the next. Und das nächste. Capital, also go to Exodus again, 12 verse 11. I will go fastly, okay? And look at this. Exodus 12, verse 11, it said, and thus you shall eat it with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So sell it in haste. It is the Lord Passover. In German. Und ihr sollt es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist ja das Passa des Herrn. This is a very, the instruction is very clear. Und diese Anleitung ist sehr klar. That's what the meaning when Paul wrote. Das ist das, was Paulus geschrieben hat, die Bedeutung. Discerning the Lord's body. Unterscheiden den Leib des Herrn. This come from this. Es kommt von dieser Schriftstelle. Why? Warum? You have to know like this, okay? At that time, at they ate the Passa. Und damals, als sie zu dieser Zeit das Lamm gegessen haben, das Passa. Israel people. Die Israeliten. They were still under the slavery, right? Die waren immer noch in der Sklaverei. They're still under the slavery. Sie waren da noch unter der Sklaverei. They're not free yet. Und sie waren noch nicht frei zu dem They're Zeitpunkt. Still in the land of Goshen. Sie waren immer noch in Land Goshen. In Ägypten. The situation is still like that. Und die Situation war immer noch genau so. But the instruction of God is different. Aber die Instruktion, die Anleitung Gottes war anders. As you eat the lamb, wenn du das Lamm isst, you have to go to English, go to English, and as you eat, belt on your waist. Dann sollst du ein Gürtel, sollst du gegürtelt, sandals on your feet, Sandalen an deinen Füßen, and staff in your hand. Und deinen Stab in der Hand. No slave can do that. Kein Sklave kann das tun. No. Nein. Because that can only done
by the person that they want to go to another country or to make a journey. Okay? Das konnte nur getan werden von einer Person, die in ein anderes Land oder eine größere Reise machen wollte. And only people that free has the freedom can make a journey. Und nur Leute, die frei waren, hatten das Recht, eine Reise zu tun. Can make a journey, okay? Sie konnten nur reisen. When people are free. Wenn sie frei waren. Not genau. Under the slavery. Aber unter Sklaverei. But still God said, aber Gott hat gesagt, now put nun, like that you already want because now at that time nun, as you Zeit, eat as you eat isst, wenn du es isst, prepare for journey. Dann bereite dich vor für die Reise. When people ask wenn, logically Leute fragen, logisch, and to see with eyes, probably they said, we are still under the slavery. Wir sind doch immer noch unter der Sklaverei. Wir sind doch gar nicht frei jetzt. We're still under the slavery of the Egyptian. Wir sind doch immer noch unter der Sklaverei der Ägypter. But God said that. Aber Gott hat das gesagt. As you eat it. Wenn du es isst. Why then? Warum? It's very simple. Das ist sehr einfach. As you eat, partake the Holy Communion. Wenn du es isst und teilnimmst am Heiligen Abendmahl. As you eat wenn du the es isst, Lord's body. Wenn du den Leib des Herrn isst. Paul said you have to discern it. Paulus sagt, dann hast du ihn zu unterscheiden. What it mean? Was bedeutet das? As you eat wenn du es isst, wenn du ihn isst, Lord's body. Wenn as du den Leib des Herrn isst. As you eat this. Wenn du das isst. As you eat this. Wenn du den Leib des Herrn isst. You know something? Wisst ihr etwas? As you receive it, wenn du es empfängst, you proclaim one thing. Du proklamierst eine Sache. I am not in the same situation in my past. Ich bin nicht mehr in der gleichen Situation wie in meiner Vergangenheit. Amen, Church. Amen. So it means like this. Es bedeutet das. When you sick, wenn du krank bist, when you think there's still sickness or whatever it is, wenn da irgendwie immer noch Krankheit ist in as deinem Körper, you partake this, wenn du daran teilnimmst, as you eat this, wenn du das isst, to discern the Lord's body means, und du unterscheidest den as you Leib eat des Herrn, the body of Jesus Christ, wenn du den Leib von Jesus Christus isst, you said, du sagst, there is no sickness anymore in my body. Da ist keine Krankheit mehr in meinem Körper. Amen, Church. Amen. There is no sickness anymore. Da ist keine Krankheit that's mehr. The meaning, as you eat das it, ist die Bedeutung. Lord wenn said, du es isst, nothing can influence you anymore. Nichts kann dich mehr beeinflussen. So it means for us today, das meint für uns heute, as we eat this, wenn wir das essen, there is no effect of sins happen in our life. Dann hat der Effekt der Sünde keine Kraft mehr in unserem Leben. Nothing. Nichts. You are free. Du bist frei. Free from sickness. Frei von Krankheit. Free from depression. Frei von Depression. Free from everything. Frei von allem. And you have healthiness. Und du hast Gesundheit. Amen, Church. Amen. So that you. Das. So that after you eat this. So nachdem du das gegessen hast. You can still make your journey that God put for you. Da kannst du immer noch deine Reise machen. So when you now in the journey of your life. So wenn du jetzt in der Reise deines Lebens bist. You can still walk and walk. Du kannst immer noch gehen, laufen, gehen. Without worry. Ohne dir Gedanken zu machen, ohne zu sorgen. Amen. Amen. That's why we receive it. Darum, wenn wir es empfangen. That's the instruction from God. Das ist die Anleitung von Gott. So, when you eat it, so wenn du es isst, you can make your journey. Dann kannst du deine Reise weiterführen. You will make it. Du wirst es schaffen. Whatever happened in your, in front of you, whatever was auch immer vor dir passiert, you will make it. Du wirst es schaffen. And you know at the end already. Und du kennst das Ende bereits. You know what is the end? Wisst ihr, was das Ende ist? You are the victors, not the victim. Du bist der Victor, du bist derjenige, der gewonnen hat, der Gewinner, nicht das Opfer. Amen. That's why God put it. Darum hat Gott das dort Halleluja. Geschrieben. Halleluja. The next. Oh Jesus, thank you. Is it awesome to have the gospel? Now.
Okay? Conscious about this church. Seid euch darüber bewusst, habt das Bewusstsein darüber. As we receive or partake the Holy Communion. Dass wenn wir das Heilige Abendmahl empfangen und daran teilnehmen, God will make whole your life. Dann wird Gott dein Leben gesund machen. Whole, make whole, not only gesund, whole. Ja, vollkommen. Ja, genau das. Ja. Whole, okay? Mm. Now, next. And this is very important. That's why we don't have afraid about the virus there, virus here, and all the things. Look at this. Exodus 12, verse 12 until 13. Look at this. 12 until 13. For I will pass through the land. Oh, I will put it this first thing. For I will pass through the land of Egypt on that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. He can do the judgment, yes. Now the blood shall be sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague, the judgment, shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. 17. Exodus 12 verse 17. Go to 17. Exodus 12 verse 17. So, you shall observe the feast of unleavened bread, for in this same day I will have brought your armies out of the land of Egypt. Therefore, you shall observe this day throughout your generation as an everlasting ordinance. In German first, come on. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. So, go to 2 Moses, Exodus 12, verse 7. Look at this. Exodus 12, verse 7. And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts, on the lintel of the houses where they ate it. In German? Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Put the picture. Look at this. Amen. Amen, church. Mm. As they put on the lintel and the doorpost. Die Oberschwelle. It happens like this. Das sieht dann so aus. An die beiden Türpfosten. You see the cross of Jesus there? Seht ihr das Kreuz von Jesus darin? Amen, church. Amen. You have it. Du hast es. You are washed with the blood of Jesus. Du bist gewaschen mit dem Blut Jesu. He is in you. Er ist in dir. So when the plague, the problems, the struggle, when they see the doorpost of your life. So, wenn die Plagen und die Probleme und die Schwierigkeiten das Blut sehen an den Türpfosten deines Lebens, they cannot do nothing in your life. Dann können sie gar nichts tun in deinem Leben. Nothing will gar happen. Nichts, gar nichts passiert. That's why I said to you, don't be afraid about coronavirus. Darum sage ich euch, seid nicht ängstlich über den Coronavirus. It cannot do harm in your life. Er kann nichts euch antun in eurem Leben. Amen, Church. Amen. Amen. Because you have the blood of Jesus. Weil du das Blut Jesu hast. That's why in Romans 5 verse 2, through him also we have our access, entrance, introduction by faith into this grace, state of God's favor in which we have firmly and safely stand. You are safe. Give Jesus praise. Come on, church. You don't have to translate it. Okay? So because of what happened, that go to Romans 5 verse 9. Go to Romans 5 verse 9. Okay? Look at this. We Romans 5 verse 9. Much more than having now been justified by his blood, we shall be safe from wrath through him, through Jesus Christ. Romans 5 verse
Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor den Zorn errettet werden? The plague happened because the judgment. Die Plage passiert durch das Gericht. But we don't have judgment in our life. Aber wir haben kein Gericht in unserem Leben. Because Romans 5 verse 9, look at this. Weil Römer 5 Vers 9. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through Jesus Christ. That God is not angry with you. Gott ist nicht ärgerlich mit dir. Never. Niemals. He is not angry. Er ist nicht ärgerlich. And in front of God's eyes. Und vor Gottes Augen. Because Jesus' blood that you believe in it. Ist Jesus Blut, wenn du an ihn glaubst. You are justified. Dann bist du gerechtfertigt. That's why in front of God. Vor Gott. You stand righteous. Da stehst du als Gerechter. Righteous. Als Gerechter. Amen, Church. Amen. Amen. Because of what happened that day on the cross. Weil wegen dem, was am Kreuz passiert ist. You can trust God for freedom from the disease, from everything. Darum kannst du Gott vertrauen für Freiheit von Krankheiten, von allem. You can freely receive the blessing of abundant life, health and strength. Und du kannst freimütig empfangen die Segnungen von einem überfließenden Leben und Gesundheit and strength. Und Kraft. You can rest. Und du kannst dich entspannen. Now you can rest. Du kannst dich entspannen. Because you have been marked with the blood of Jesus Christ. Weil du markiert bist mit dem Blut Christi, you Jesus are Christus. Not du bist only, markiert. You are not only marked. Du bist nicht nur markiert, but you are covered. Aber sondern du bist auch abgedeckt, überdeckt. That's why this blood is our protection. Und darum ist dieses Blut unser Schutz. From a no plague. Von jeder Plage. Can come near to you and dwell in your life. Und keine Plage kann dir in dein Leben hineinkommen und in deinem Leben bleiben. You can have the confidence. Du kannst die Sicherheit haben, the die same Zuversicht. God that freed Israel at that time. Dass derselbe Gott, der Israel zu dieser Zeit freigesetzt hat, will free you. Dich auch freisetzt. And he will fight. Und er wird dich mit. He will fight for you. Er wird für dich kämpfen. He will fight the oppression that happens in your life today. Und er wird bekämpfen die Bedrückung, die in deinem Leben heute passiert. He will fight for you. Er wird für dich kämpfen. And if God is for you, und wenn Gott für dich ist, open Romans 8, verse 31. Römer 8, Vers 31. And if God is for you, und wenn Gott für dich ist, no sickness, keine Krankheit, no virus, kein Virus, no medical condition, keine medizinische, no medical conditions, keine medizinische Diagnose, no problem, kein Problem, no struggle, keine Schwierigkeiten, kein Abkämpfen, can prevail against you, kann gegen dich ankommen, even the people try bad things and they plan bad things on you. Auch wenn die Menschen vielleicht schlechte Dinge planen, nothing can prevail against you. Nothing. Nichts kann von dem gewinnen gegen dich. Because gar Romans 8 verse 31 is very clear. Römer 8 Vers 31 ist sehr klar. What then shall we say to these things? If God is for us, wenn Gott für uns ist, who can be? Wer kann uns? Again us. Give Jesus sein. Praise. Come on, church. Jesus Ehre. Nothing can prevail, man. Nothing. Nichts kann gegen uns gewinnen. Nothing. Nichts. You are not just marked, but you are covered. Du bist nicht nur markiert mit dem Blut, sondern du bist auch überdeckt. And because of this, und wegen the dem, Lord himself will fight for you. Wird der Herr selber für dich kämpfen. The last. Und als letztes. Look at this. Schaut euch das an. You have to believe the supernatural things in the Holy Communion. Ihr habt daran zu glauben an die übernatürlichen Dinge in der Heiligen Kommunion. Exodus 12 verse 37. Look at this. I just give you this so that you know why we have it.
the Israelites journeyed from Ramesses to Sukkot by foot. There were about 600, look at this, probably it's a very small things there. 600,000 men, only men, not children, on foot, besides women and children. Read in German. So zogen die Kinder Israels aus von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und Kinder. So as they made an exodus, so als sie auszogen, they all walk. Sind sie alle gelaufen. Walk. Sie sind alle gelaufen. There is no stretcher. Da gab es keine There Liege. Were no stretcher. Keine Liege. There were no wheelchair. Da gab es keinen Rollstuhl. There were no fever. Da gab es kein Fieber. Fieber. No. Nein. Not of one of them. Nicht einer sick. Von ihnen war krank. Very clear, right? Das ist sehr klar dort. Because they walking. Sie sind alle gelaufen. Even probably there is a people 100 year old. Vielleicht gab es auch welche, die waren schon 100 Jahre alt. But they still can walk from Aber Ramses sie konnten immer noch nach Sukkot laufen until to Mount Sinai. Von Ramses nach Sukkot. They walk. Sie sind gelaufen. None of them sick. Keiner von ihnen war krank. You know why? Wisst ihr warum? Before they did that, bevor sie diese Reise angetreten sind, they partake the Holy Communion. Sie haben teilgenommen am Heiligen Abendmahl. Amen, Church. It's when people counted how many people. It's about 3.5 or 4, almost 4 million people came out from Egypt. Wenn man die dann zusammenzählt, dann waren es ungefähr über 3 Millionen Menschen, die rauskamen aus Ägypten. And they all health. There's no sickness. Und healthy da gab es, person. Sie waren alle gesund, da gab es keine Kranken unter ihnen. They just walk. Und sie sind gegangen. You know where the first time happens a dead among them? Wisst ihr, das erste Mal, als wirklich Tod unter ihnen passierte, when Moses brought 2 pieces of stone, the law, als Mose die 2 Gesetzestafeln gebracht hat, 3000 people were dead. Da waren 2000 Leute gestorben. But from Egypt, aber von Ägypten until to Sinai, bis zu Sinai, through the Holy Communion, durch das Abendmahl. They just walk and walk and walk. Sie sind gelaufen and walk. Und gelaufen. Under grace. Unter der Gnade. Even they murmuring after they go out. Oh, there is a sea. We cannot go there, or we will die. We don't have water. And I said, auch wenn sie sich beschwert haben, oh, da ist das Meer. Wir werden bestimmt sterben oder yeah. Wir haben kein Wasser. Even they murmured. Auch wenn sie okay. sich beschwerten. God never punished them. Gott hat sie da nicht bestraft. God opened the way. Gott hat das Meer geöffnet, den Weg geöffnet. They had dust and then God gave water. Und als sie Durst hatten, hat Gott ihnen Wasser gegeben. What they need, even they murmured, God just gave it. Und auch wenn sie sich beschwert haben, was sie brauchten, Gott hat es ihnen gegeben. That's called grace, people. Das nennt sich Gnade. It's not because of they what they goodness of the Israel people, und es ging nicht but um because das, of the goodness waren, of the God. Um die Güte der israelitischen Leute, nein, um die Güte Gottes. Only 3,000 people dead when the laws come. Und nur als das Gesetz gekommen ist, da waren 3,000 Menschen tot. Now we have a better covenant than them. Nun haben wir einen besseren Bund. We have the Holy Communion. Wir haben das Heilige Abendmahl. That Jesus prepared for us. Das Jesus für uns bereitet hat. And he said, "This is my body and this is my blood." Und er hat gesagt, dies ist mein Körper und dies ist mein Blut. When you take it.
Und wenn du es nimmst, believe the supernatural will happen in your life. Dass das Übernatürliche passiert in deinem Leben. Amen. Amen. When you have sickness, whatever it is, und wenn da Krankheit ist, und was immer es für eine Krankheit auch ist, glaube. I will not dead on my sick bed. Ich werde nicht sterben auf meinem Krankenbett. When you have problem or when whatever it is happening in your life. Auch immer in deinem Leben. In uncertainty in your life. Wenn da Unsicherheiten sind. You will say, as I receive and I have the supernatural things of this. Wenn ich es empfange, dann habe ich die übernatürlichen Antworten. Und ich werde laufen und laufen und laufen. Without worry. Ohne mich zu sorgen. You know why? Und wisst ihr warum? Because there is a supernatural things in the Holy Communion. Weil da gibt es diese übernatürlichen Dinge in der Heiligen Kommunion. When you partake the Holy Communion, und wenn du daran teilnimmst an der Heiligen Kommunion, I want you to see that you can believe for the supernatural things happens in your life. Dann möchte ich, dass du sehen kannst, dass diese übernatürlichen Dinge in deinem Leben passieren. When you receive this, und wenn du das empfängst, believe that you will have a supernatural health like the people of Israel. Dann glaube, dass du übernatürliche Gesundheit hast, so wie die Leute in Israel zu der Zeit. Amen, Church. Because we partook the Passover lamb. Weil sie daran teilgenommen haben an dem Passover. When you were sick today, und wenn du heute krank bist, as you receive it, wenn du es empfängst, you came out healed. Dann kommst du heraus geheilt. Those who are weak, die schwach sind, today when you heute, said, Lord, wenn du sagst, I am weak, I don't think I cannot do it anymore. Ich glaube, ich kann nicht mehr. But as you partake it, aber wenn du daran teilnimmst, you will come out strong. Dann wirst du stark herauskommen. And when you said, nothing happens in my life. Und wenn du sagst, nichts passiert in meinem Leben, there is no sickness. Da ist keine Krankheit. I am strong. Ich bin stark. As you receive it, und wenn du das empfängst, you will become stronger and stronger. Dann wirst du noch stärker und stärker. You become healthy and healthier. Und du wirst noch gesünder und gesünder. Amen, Church. Amen. That's why. Let's darum, partake the Holy Communion. Lasst uns daran teilnehmen am Heiligen Abendmahl. Receive and enjoy. Empfange es und genieße es. What God already prepared for you. Was Gott bereits für dich vorbereitet hat. As you receive it. Und wenn du es empfängst. Said, Lord sage, Jesus. Herr Jesus. As you led the people of Israel came out from Egyptian. Wie du die Leute von Israel aus Ägypten herauskommen ließ. Nobody sick. Und niemand von denen war krank. Stronger. Sie waren stark. I receive this. Ich empfange das. As I partake the Holy und wenn Communion. Ich daran teilnehme an der Heiligen Kommunion. Amen, Church. Amen. As you receive it, und wenn ihr es empfangt, you become more stronger, dann werdet ihr stärker, healthier, gesünder, you have wisdom, ihr habt Weisheit, you will be brilliant, ihr seid brillant, younger, jünger. That's why don't worry darum anymore. Macht euch keine Sorgen mehr. We have the much better covenant. Wir haben einen viel besseren Bund. Because we just not have the lamb. Weil wir nicht nur das Lamm haben, but we have the Lamb of God, sondern wir haben das Lamm Gottes. And his name is Jesus Christ. Und sein Name ist Jesus Christus. Amen, Church. Amen. Are you ready to receive? Und seid ihr bereit, es zu empfangen? Are you ready to receive? Give Jesus praise. Let's stand up together.